Einen wunderschönen guten Abend. So, worum geht es? Seitdem ich jetzt diese Veranstaltung mache, ungefähr einmal im Monat die neuesten Sachen von Twitter und Facebook zu berichten, muss ich sagen, bin ich immer selber total erstaunt, dass es tatsächlich jeden Monat bei den Netzwerken immer irgendwas Neues gibt. Es ist permanent irgendwas im Gange und wenn man mal eine längere Zeit nicht da gewesen ist, plötzlich sieht es komplett anders aus und man findet die ganzen Sachen gar nicht mehr. Deswegen versuche ich zumindest die wichtigsten Sachen so hier auf dem Laufenden zu halten. Ich mache mal dann Bildschirm wieder aus, nur damit Sie sehen, dass es wirklich live ist heute Abend. Aber die Bandbreite hier ist schlecht, also mache ich das Bild schnell wieder aus. So, das ist ja nicht nur bei den Netzwerken oder bei der Software, sondern auch bei den PCs. Eben habe ich noch mit DOS-DB-Fehler eingegeben, dann Windows 3.1 und jetzt haben wir schon Windows 8.1, damit man die ganzen Sachen auch verarbeiten kann und sehen kann, ist man fast gezwungen, sich alle 1, 2, 3 Jahre einen neuen Computer zu kaufen, weil die ganzen Programme gar nicht mehr so richtig am Laufen sind. Und die Kinder werden auch älter und wollen auch immer einen neuen PC und so war ich wieder beim Aldi und habe den neuesten PC von Medion mir geleistet und dann wird hier in der Familie rundherum getauscht. Der Kleinste kriegt den Ältesten und der Chef kriegt dann immer das neueste Exemplar, so eine Art familieninternes Leasing. Fangen wir an für diejenigen, die mich noch nicht kennen und zur Überbrückung für die letzten Nachzügler. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy. Ich bin Tierarzt in Groß-Gusborn, Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg auf dem platten Land und gleichzeitig auch Internetmarketer. Das verträgt sich relativ gut. Wenn gerade kein kranker Hund vor der Tür steht, sitze ich eben am PC. Mein Hauptaugenmerk ist dabei Social Media Marketing. Ich habe vor Jahren angefangen, für Twitter einen Leitfaden zu schreiben, der mittlerweile ein Videokurs geworden ist, Twitterfolg. Dann habe ich einen Videokurs, der rote Faden im Internetmarketer mit kostenlosen Tools für den Anfänger vom ersten Eindruck zur ersten Verkaufsseite zum ersten Verdienst. Und dann habe ich jetzt seit neuestem zwei Programme entworfen oder mitgestaltet, die ich heute Abend auch noch etwas näher vorstellen möchte. Das ist einmal MyFreeFan und einmal MyFreeTraffic. Das Webinar ist im ersten Teil erstmal die Neuigkeiten zu Twitter, Facebook, Google Plus und Co. Und im zweiten Teil werde ich dann etwas zu dem sogenannten dynamischen Duo der Traffic Ihnen erzählen. Im ersten Teil geht es wirklich nur um Informationen und Neuigkeiten und im zweiten Teil werde ich Ihnen aber auch ein Angebot unterbreiten. Also bereiten Sie sich darauf vor, Sie dürfen etwas nachher erwerben oder einen Gutschein einlösen. Im ersten Teil geht es wirklich nur um die Neuigkeiten. Fangen wir an mit Google Plus. Da laufen permanent kleine Updates und neue Sachen wie die Google Gruppen sind neu gestaltet worden. Man kann also jetzt wie bei Facebook und bei Xing auch Gruppen bei Google erstellen und dort zu bestimmten Themen gezielt Leute einladen. Auch das ist komplett neu gestaltet worden. Google überhaupt ist sehr stark im Umbruch. Einige Programme werden komplett vom Markt genommen, nicht mehr weitergeführt. Andere werden fusioniert. Alles soll nachher wohl auf einen großen Google Plus hinauslaufen. Dass sie den Google Reader vom Netz genommen haben, verstehe ich bis heute nicht. Auch wenn es da Alternativen gibt und so ein paar andere Entscheidungen sind nicht unbedingt immer nachzuvollziehen, aber damit muss man eben leben. Und wenn einem das neue Design nicht gefällt oder das neue der Header bei Google jetzt viel zu groß ist, was soll's? Wir können es nicht ändern, also machen wir das Beste draus und nutzen das für uns so gut es eben geht. Noch zwei weitere Neuerungen bei Google. Das ist diese Alert-Meldung. Also wenn irgendwo etwas Neues bei Google passiert ist, bekommt man auf allen Google-Profilen jetzt oben diese Glocke hier. Wo ist sie? So, da ist der Pfeil. Diese Glocke hier angezeigt. Das ist bei YouTube, das ist bei Blogger, das ist bei Google Mail. Überall ist jetzt das Gleiche, dass man von da aus dann gleich in sein Google Plus-Profil gehen kann und schauen kann, wer hat mich hinzugefügt, wer hat was gepostet. Wer hat sich zu meiner Veranstaltung angemeldet? Ist
eigentlich ganz, ganz gut, dass man nicht immer dann wechseln kann, sondern auch, ich nutze relativ viel die Google-Anwendung und kann von hier aus dann sofort die Sachen bearbeiten. Das eine will ich lesen und die anderen will ich dann auch hinzufügen oder den nächsten will ich dann eben einfach sperren. Und es ist auch die Möglichkeit jetzt neu gegeben, es wird besser und deutlicher und klarer angezeigt, wer einem ein Plus 1 gegeben hat. Das ist praktisch fast so eine Form von Backlink. Also man kann hier oben jetzt eben sehen, im Grunde auch das gleiche wie bei Facebook, wer hat diesen Beitrag auch geliked. Das sieht man jetzt eben hier auch. Diese zwei Leute haben diesem Beitrag eben auch eine Plus 1 gegeben. Was mir komischerweise erst aufgefallen ist, seitdem Facebook groß angekündigt haben, dass sie jetzt auch mit Hashtags arbeiten, da ist mir überhaupt aufgefallen, dass Google Plus den Hashtag ja auch schon lange hat. Ich weiß wirklich gar nicht, seit wann der da ist. Nur für diejenigen, die es auch noch nicht gesehen haben. Hier habe ich einen Hashtag eingeführt oder eingefügt. Der wird dann hier angezeigt. Und wenn man dann hier auf diesen Hashtag drückt, dann sieht man eben alle Meldungen, die eben zu dem Thema Prism hier nun gerade ist. Und warum mich die Bundeskanzlerin jetzt so anlächelt, weiß ich auch nicht. Aber das war eben wohl gerade der Beitrag, der da zitiert worden ist. Also Hashtags sind von Twitter übernommen, also von Twitter erfunden worden und von Google Plus und von Facebook mittlerweile auch übernommen worden. Und das Schöne ist eben, ein Hashtag, der eben bei Twitter, da ich viel mit Twitter arbeite, arbeite ich auch viel mit diesen Hashtags, diesen Rautezeichen. Wenn er in einem Tweet eingefügt worden ist und dieser Tweet wird dann auch an Google Plus oder an Facebook weitergeleitet, dann funktioniert er dort eben auch als Lesezeichen oder als Link, dass man darunter dann eben auch weiter suchen kann. Also das sind nicht unterschiedliche Systeme, sondern im Prinzip das Zeichen dieser Lattenzaun, die Raute, davor gesetzt und das Wort dahinter dient überall als Schlagwortverzeichnis. Hier wird dann eben in Google Plus gesucht, bei Facebook wird eben in Facebook gesucht und bei Twitter wird dann eben in Twitter gesucht. Das habe ich gestern zufällig gefunden. Wenn man hier oben auf den kleinen Beitrag, auf den kleinen Pfeil hier von seinem Beitrag geht, dann gibt es jetzt hier neue Sachen, die sich hier öffnen. Und interessant ist wirklich hier die Verbreitung ansehen. Dazu habe ich mich eines Freundes bedient, der einen Artikel gehabt hat, der wesentlich öfter gelesen worden ist und weitergeteilt worden ist. Um das mal zu veranschaulichen, was passiert, wenn man dann hier draufklickt. Das ist hier der Wolfgang Niederhausen, wahrscheinlich dem einen oder anderen auch bekannt. Und der hat hier einen Beitrag geschrieben, der 183 Mal geteilt worden ist. Und hier sieht man eben, kann man anklicken, kann man vergrößern und verkleinern, wer diesen Beitrag hier geteilt hat und von wo aus er dann weiterteilt worden ist. Also das ist eine sehr schöne grafische Ansicht. Wenn man denn Beiträge hat, die häufig von anderen auch geteilt werden, dann kann man sich das gerne mal anschauen. Also auch bei Google Plus wirklich, da tut sich permanent irgendwas Neues und man muss immer mal schauen, ob wieder eine kleine Änderung ist, die ja die manchmal nützlich ist, manchmal aber auch interessant. So, was gibt's Neues in den letzten paar Tagen bei Twitter? Das ist ein altes Bild, aber was sich dahinter verbirgt, ist neu, denn Twitter hat praktisch alle mobilen Anwendungen stark überarbeitet. Die kann man hier für die jeweiligen Systeme herunterladen und je nachdem, welches System man hat. Das Spannende ist jetzt, es ist eine Synchronisierung von Twitter eingerichtet worden. Die gab es vorher in dieser Form nicht. Wenn man auf dem Handy eine Direktmessage, eine Direktnachricht gelesen hat und die abgehakt hat, dann ist das auf dem Desktop zu sehen, dass die Nachricht gelesen worden ist. Dann ist das auf allen mobilen Systemen, die es sonst noch gibt, auch zu sehen, einmal eine Nachricht gelesen und sie ist in allen Systemen als gelesen markiert. Das ist sehr sinnvoll, damit man das nicht immer nochmal extra machen muss. Das ist hier so ein Blick mit dem größeren Bild, jetzt hier in den größeren Bildern von der neuen mobilen Ansicht von Twitter. Twitter ist eins der Systeme, die am meisten mobil genutzt werden. Mittlerweile sind es fast 80%, die Twitter über mobile Smartphones und ähnliches verwenden. Leider Gottes zu meinem großen Leidwesen ist Twitter in Deutschland immer noch nicht
so verbreitet, wie ich es gerne hätte. Ich gebe wirklich mein Bestes, damit mehr Leute sehen, wie nützlich Twitter ist. Aber in Amerika ist das wirklich das Medium, was am meisten mobil genutzt wird. Und dann gibt es noch eine interessante Neuigkeit bei Twitter. Es gab da schon länger die Möglichkeit, einen Tweet auch auf seiner eigenen Seite oder auf irgendeiner Seite einzubinden. Also einen Embedding-Tweet zu machen mit all diesen Sachen, die es hier gibt, mit dem Follow und dem Lesen und dem Klicken auf den Link und dem Retweet, alles direkt aus dem Tweet heraus. Da konnte man auf weitere Infos gehen und dann konnte man sich direkt den Code herunterladen und den einfach bei sich auf die Webseite einbinden. Und dieses möchte Twitter dadurch unterstützen, dass jetzt eben hier unten auch eine Bemerkung ist, dass dieser Tweet hier vom Weißen Haus in diesem Fall von zumindest diesen drei journalistischen Seiten auch eingebunden worden ist. Das ist wiederum so ähnlich wie für die Leute, die SlideShare nutzen, wo man Präsentationen hochladen kann. Da steht dann eben auch, wer diese Präsentation eingebunden hat. Das ist praktisch eine Form von Backlink für die Leute, die einen Tweet auf ihrer Seite über dieses Embed-Tool eingebunden haben. So, damit sind wir aber bei Twitter in diesem Monat schon zu Ende. Kommen wir schnell zu Facebook. Was gibt es bei Facebook? Im Chat unten kann man jetzt direkt im Chat auch Fotos hochladen. Das ist auch neu. Und diese großen Smileys hier. Ja, ob das nun für eine Geschäftsaussprache über den Facebook-Chat wirklich sinnvoll ist. Bei Skype nutze ich die mittlerweile zur Deutlichmachung der Emotionen, deswegen heißen die auch Emoticons, aber diese Riesendinger, die bei Facebook hier zur Verfügung gestellt werden, finde ich albern, aber vielleicht ist das auch für die jüngere Generation. Und dieses hier ist klasse. Die Suche über Social Graph wird jetzt eingeführt. Das mag den einen oder anderen bekannt vorkommen, weil das habe ich vor 3 Monaten schon gesagt und das habe ich vor 6 Monaten schon gesagt. Da ist das angekündigt worden. Es scheint wohl so, dass jetzt endlich Social Graph, also diese bessere, größere Suche und auch das neue Aussehen von Facebook, jetzt endlich auch in Deutschland ausgerollt, also veröffentlicht wird und wir das alle nutzen können. Ich persönlich habe es tatsächlich live auch immer noch nicht gesehen, aber man kann die Einstellungen, die Privateinstellungen jetzt auch schon dementsprechend ändern, wer darf was nachher sehen, wenn es diese neue Social Graph Suche bei Facebook gibt. Und dieses Mal, nach vielen, vielen Jahren, etwas Neues von Xing. Das ist die größte Neuerung, die ich in den letzten Gott, seitdem ich Xing bin, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass so eine gravierende Änderung dort passiert ist. Und zwar haben sie das Design komplett ändert. Eventuell kriegen Sie so eine Mitteilung und dann müssen Sie sich noch einmal anmelden, noch einmal Ihre E-Mail an, können Sie sich vorregistrieren, dass Sie zu dem Kreis gehören, die dieses neue Profildesign schon nutzen dürfen. Das geht bei Social Graph eben zurück zu Facebook übrigens auch. Da konnte man sich eine E-Mail auch eintragen, seine E-Mail, und man wird dann benachrichtigt, dass man dann einer zu denen gehört, die jetzt dieses neue Social Graph dann nutzen dürfen. Ich, wie gesagt, bis jetzt habe da noch keine Nachricht gekriegt, aber bei Xing scheine ich zu dem erleuchteten oder erlauchten Kreis zu gehören, die jetzt schon das neue Aussehen nutzen können und nutzen dürfen. Es sieht komplett anders aus. Es ist also nicht nur ein paar Schrauben hier und da gedreht, sondern eine komplette Neuausrichtung und Neugestaltung der Übersichtsseite, die ja sonst bei Xing eher, ne, so lebenslaufmäßig war, sehr, sehr berufsmäßig. Und jetzt sind einfach mehr Räume frei geworden, gerade für die Gestaltung der Über-mich-Seite. Dort haben sie wirklich viel gemacht. Und jetzt hier im nächsten einfach runter scrollt, sieht man dieses Bild hier. Das hier war auch schon
Vorher konnte man das schon machen hier, dass man sich hier Noten geben lassen kann oder das anklicken lassen kann, wie oft jemand meint, dass das gut ist, was man dort bietet, also in jeweiligen in den Stichwörtern und nicht in ganzen Sätzen. Und die Berufserfahrung hier, die sieht auch anders aus. Da hat man auch viel mehr Platz, sich jetzt auszutoben, aber auch ganz besonders eben sein Über-mich-Profil. Dort kann man mehr Bilder einsetzen, dort kann man grafisch jetzt besser arbeiten, nicht dieses ja, verstümmelte HTML, was es vorher bei Xing gab. Und für mich persönlich, ich freue mich am allermeisten, dass die Integration von Twitter jetzt einen viel höheren Stellenwert gewonnen hat. Da ist nicht einfach nur ein Link zu Twitter, sondern man sieht auf direkt die letzten paar Tweets, die geschrieben worden sind. Man sieht, wie viele Tweets ich geschrieben habe, wie viele Abonnenten ich habe, wie viele Leuten ich folge. Und man kann von hier aus auch eben direkt die Links anklicken. Das ist für mich die schönste und die beste Erweiterung, die stärkere Integration von Twitter in das Xing-Profil. Und zwar automatisch, man muss das nur einmal anmelden, dass man Xing mit Twitter verknüpfen will, damit man nachher, wenn man bei Xing was schreibt, auch dieses automatisch bei Facebook und bei Twitter auch posten kann. So ist das jetzt eben auch möglich, dass die letzten Tweets bei Xing gezeigt werden. Vielen Dank, Xing. Ein bisschen mehr Twitter in den Vordergrund gebracht. Vielleicht bringt das ja den einen oder anderen dazu, jetzt Twitter doch stärkeren Augenmerk zuzuwenden. Genauso mit dem Blogfeed, den gab es vorher schon. So als Beta-Version konnte man nach vielem Suchen dann auch ein Feed von einem einzigen Blog einbinden. Das habe ich auch schon seit längerer Zeit gemacht. Wir sind dann bei den aktuellen Nachrichten gelandet. Mal hat man sie gesehen, mal nicht. Jetzt sind hier die letzten vier, fünf, sechs Blog-Einträge auch direkt auf dem Profil zu sehen. Und auch das ist eine viel bessere Integration. Xing hat sich lange Zeit geweigert, von anderen Medien Informationen mit zu übernehmen und das Profil zu unruhig zu machen. Endlich ist das jetzt gelungen. Ob Facebook jetzt auch noch einen Platz dort kriegt oder nicht, momentan ist Facebook dort nicht so vertreten, sondern einfach nur mit einem Link unter zusätzlichen Profilen, die man hat. So, noch einmal eben zurück. Also das wird sicherlich für den einen oder anderen in den nächsten Tagen einen Zeitaufwand wird benötigen, das Xing-Profil im neuen Design wieder optimal zu gestalten, sodass es auch wirklich das zeigt oder die Besucher dahin führt, das zu machen, was ich möchte. Denn mein Nutzen oder so wie ich die sozialen Netzwerke nutze, ist das immer gedacht, ich habe eine Zielseite. Irgendwo sollen die Leute hingeleitet werden und auf dieser Seite kann ich dann entscheiden, was sollen die machen? Sollen die mich anrufen für die Tierarztpraxis? Sollen die sich in meinen E-Mail-Verteiler eintragen, damit ich ihnen später Angebote schicken kann? Oder sollen sie direkt auf eine Verkaufsseite und dann sofort was von meinem Angebot eben kaufen? Und diese ganzen sozialen Netzwerke führen im Endeffekt dazu hin, dass ich mehr Besucher auf eine Zielseite bekomme. Und das ist jetzt hier bei dem Profil von Xing muss eben auch jetzt deutlich das so umgearbeitet werden, dass die Besucher wissen, was bietet er an und wo kann ich weitere Informationen kriegen und wenn es mir dann gefällt, wo kann ich was kaufen, was bestellen, mich eintragen oder ein Video gucken oder was auch immer. Ihn anrufen oder direkt persönlich vorbeifahren. Das wäre jetzt Teil 1. Über Xing werde ich sicherlich, wenn ich mich da eingearbeitet habe, das ist seit gestern erst da und ich habe es heute Mittag erst gesehen, dass ich da zugelassen bin und da schon reingucken kann. Da werde ich sicherlich im nächsten Monat noch ein längeres Webinar zu halten, wie man wo was einstellt. Aber für den Anfang, für den Überblick soll das heute reichen. Wenn jetzt noch Fragen zu diesem Thema sind, bitte eben unten in den Chat schreiben. Dann wollen wir uns gar nicht weiter aufhalten. Grundsätzlich nochmal habe ich vorhin vergessen zu erzählen,
Das Webinar, wenn das technisch klappt, werde ich wieder aufnehmen, ich werde es wieder bearbeiten, ich werde die Äs und Ös rausnehmen und die Pausen halten und dann werde ich das wieder hochladen bei Afoma wahrscheinlich und dann können Sie sich das in Ruhe anschauen oder diejenigen, die heute nicht dabei sein können. Und das sind dann auch die Links, die ich hier gleich noch anspreche, auch klickbar in dem PDF. Das können Sie sich bei EduDip herunterladen.